Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Stuttgarter Raum unterwegs. Ein Besuch steht heute an, den wir schon ganz lange machen wollten. Wir sind bei der Firma GAD Motors. Kai, hi. Bastel, Chef hier. Richtig ausgesprochen, Bastel, ja. Ja, korrekt, ne? Eigentlich ist der Bastian, aber... Wie kommt da, gibt es eine Geschichte zu dem Spitznamen? Weil bei Spitznamen muss man immer nachfragen. Ja, es kommt doch einfach gern. Kommt aus dem Bayerischen. Sebastian, in Bayern wird ja Bastel genannt. Mhm. Und weil es halt mit dem Basteln ja immer gepasst hat, so ist das hängen geblieben. Was machen wir heute? Ihr seht schon da hinten jede Menge Pokale. Die haben mal nichts mit Rennsport eigentlich so zu tun, sondern heute machen wir eigentlich das, wofür mein Herz eigentlich am meisten schlägt, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Das heißt Leistung, voll auf der Fresse, Tuning, AMG. Ja. Ich würde mal vorsichtig behaupten, die stärksten und eigentlich auch schnellsten AMGs. Ist mir, sage ich mal, nichts Stärkeres bekannt, aber ja, also wir sind, sage ich mal, ganz weit vorne mit dabei. Wir haben uns ja nur auf AMG spezialisiert. Klar gab es mal so Ausrutscher mit irgendwelchen Lamborghinis. Auf der Viertelmeile und nach der halben 320. Aber das waren nur kurze Berührungen. Eigentlich hängt das Herz schlägt für AMG. Ja, genau. Ich fand es auch krass, das ging relativ gefühlt schnell, wie schnell diese Autos an 1000 PS hatten. Ja. So, ne? Weil ich sag mal, diese Höchstphasen, ich werde nie vergessen, Race 1000 in Magdeburg, das ist zumindest das, was ich immer am liebsten erzähle, weil es bei mir direkt um die Ecke war. Wann war das? 2018, wo wir uns eigentlich auch kennengelernt haben. Weißt du noch, wann das war? 2018, ne? Wo du auch mit warst von Race 1000, 2018, würde ich sagen, ne? 2018. Und da hatten die Autos ja schon über 1000 PS. Ja. So, ne? Und das ja immer noch in einem Auto, wo du die Haube aufgemacht hast und nicht denkst, boah, Rohrkrümmer, so ein Turbolader und so weiter, sondern schon immer noch optisch. Optisch Serena. Optisch Serena, ne? Ja, das ist ja damals, wo Mercedes 2011 mit dem 5,5 Liter Biturbo rausgekommen ist, war das ja... Ja, schon eine sehr gute Basis. Also 5,5 Liter V8 plus Aufladung. Davor weißt du ja selber, das waren ja diese Saugmotoren, die konnten ja nichts. Wir haben ja damals versucht mit Bikompressor-Geschichten. Ja, also Kompressor ist zwar eine nette Sache, aber wie? Es ist nur einfach so eine parallel aufgelegte Linie auf den Sauger. Wie lange macht ihr das schon? Seit 2009. Ich fand, gefühlt so richtig, richtig stark ist es dann mit den 4.0er Motoren geworden. Ja. Also da ging es ja gefühlt, als wenn Mercedes da einen Motor rausgehauen hat, der wirklich... Ja, stimmt nicht so ganz. Der 5,5 Liter war auch ein, oder ist ein sehr guter Motor. Der einzige Nachteil bei dem Ding, er macht keine Drehzahl. Mhm. Viel Hubraum, man hat hier so einen Motor als Tisch, da siehst du die Turbolader-Konstruktion, dass das komplette... Stauaufladung ist. Also erinnert mich so ein bisschen an RS4 mit 2 Zylindern mehr. Da sitzen die nämlich auch so semi-gut. Ja. Und man war hier sehr stark gebunden an die Abgasgehäuse, bis man dann irgendwann mal angefangen hat, eigene Abgasgehäuse zu machen. Ansonsten hat man ja nur das Laufzeug abgeändert und die Verdichterseite größer gemacht. Somit viel Abgasgegendruck, dann wollte er ja noch weniger drehen und du hast hier maximale Drehzahl 6000 Umdrehungen gemacht. Das heißt 6000 hast du Dinger gedreht? Ja. Das heißt 6000 Umdrehungen, 1300 PS, warst du irgendwo bei 1600-1700 Newtonmetern. Dann warst du eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Getriebe auszutauschen. Weil wir haben das Getriebe verstärkt und dann von der Verstärkung noch eine Verstärkung gemacht und dann Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung. Das Ding bestand irgendwann mal nur noch aus Kupplungen. Aus Verstärkung. Ja, und trotzdem ist es kaputt gegangen, weil du hast schon den Moment gehabt wie in einem LKW. Ja, ja. Und das schon bei 3000 Umdrehungen. Ja. Also für den Zuschauer, der jetzt denkt, man könnte ja das Drehmoment einfach wegnehmen, geht nicht, weil mit steigender Drehzahl und steigender Leistung wird das Drehmoment immer weniger. Ja. So, also das heißt, man hat entweder bei wenig Drehzahl viel Drehmoment für viel Leistung oder man hat halt für wenig Drehmoment viel Drehzahl für die Leistung, um es so zu sagen. Und wenn der bei 6000
begrenzt ist. Man sagt als Faustformel 7000 Umdrehungen ist immer Newtonmeter gleich PS. Ja. Das heißt, wenn man bei 6000 1200 PS haben will, hat man logischerweise mehr als 1200 Newtonmeter. Somit. Genau. Wir haben das probiert zu begrenzen. Wir haben den unten mit dem Ladedruck sehr flach gelassen und dann hinten raus angefangen anzuziehen. Aber dann war der Lader praktisch schon, der stand da und dann hast du gesagt, okay, mach jetzt den Ladedruck. Dann hat er die Westklappen zugedreht, die Lader haben überdreht und dann sind sie explodiert. Weil der versucht hat, da war schon so viel Abgasenergie da, die hat praktisch nur darauf gewartet, dass die Westklappen zuklappen. Ja, und dann ging die Party so blitzartig los, dass die dann überdreht haben. Aber sonst kann so ein 5,5 Liter Motor echt so 1200, 1300 PS? Da ist nie irgendwie mal so ein Alu-Motor einfach auseinandergeflogen? Ist das Alu oder ist Gusss? Das ist Alu. Ist sogar Alu, ne? Ja. Auseinandergeflogen ist er nicht, aber das war, sag ich mal, der nächste Knackpunkt von dem 5,5 Liter. Die Gehäuse sind Alu-Druckguss. Mhm. Die 4 Liter sind Alu-Kokillenguss. Und somit hast du hier eine Aluminiumfestigkeit von ca. 160 Newtonmeter bei dem neuen über 300. Das heißt, wir haben hier, um das standfest zu machen, haben wir solche Brillen eingebaut, damit das ein Closed-Deck wird. Aus dem Open-Deck haben wir ein Closed-Deck gemacht. Dann hat es uns angefangen, alle Gewinde rauszuziehen aus den Blöcken. Also alle Gewinde gegen Helicoils ersetzt, oben für die Köpfe. Natürlich für die Kurbelwellenlager, da hat es angefangen, die Gewinde aus dem Block zu ziehen. Also das waren jetzt nicht die Schrauben, wo kaputt gegangen sind oder sowas, sondern du hast eine Schraube nachher gehabt und auf der Schraube hast du eine Kugelschreiberfeder gehabt. Das war das Gewinde, wo aus dem Block rausgerissen hat. Und jedes Mal Motor raus, alles zerlegen? Ja, jedes Mal war danach ein Motorschaden, weil wenn es dir eine Lagerbrücke runtergezogen hat, dann hast du sofort keinen Öldruck gehabt an den Pleuel, da haben die Pleuel gefressen. Und Drehzahl ging nicht, weil Turbolader zu klein oder Hub schon zu viel oder warum wollte so ein Motor nicht mehr drehen? Dieser Motor ist konstruiert, um auch sehr wenig Sprit zu verbrauchen. Mhm. Riesengroße Einlassventile und sehr kleine Auslassventile. Die haben praktisch hier eine Abgasrückführung, wie nennt man das, extra praktisch schon eingebaut. Also das Abgas konnte nicht aus dem Motor raus. Mhm. Und somit hast du praktisch sehr viel Abgasgegendruck gehabt. Mhm. Und dann siehst du ja noch diese Krümmerkonstruktion, die war ja noch dazu praktisch gegenfördert. Und du kannst hier, wenn man es überhaupt Krümmer nennen kann, so, ne? Also das ist also so viel Platz ist jetzt natürlich aus dem Auto auch nicht, weil das Hosenrohr geht ja auch noch lang, aber das ist ja wirklich gar, hätte man ja fast im Kopf den Krümmer schon führen können. Genau. Da kommt ja normalerweise hier, wir nennen das Sammler, also hier kommt ein Rohr seitlich, wo er runter geht und dann fängt erst die Downpipe an. Und hier ist schon Fahrzeugkarosserie. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz tight. Natürlich diesen Motor in einem R8, beispielsweise in einem Fahrzeug, wo du hier diese Raumgröße hättest, ja, da könntest du ganz andere Partys machen. Also sonst so kann man aber schon sagen, guter Motor. Also sonst, ja, natürlich, dann könnte man ihm vielleicht auch ein bisschen Drehzahl beibringen. Was hier auch Problem ist, Direkteinspritzung. Du hast hier strahlgefüllte Kerze, also die Kerze sitzt vor der Einspritzdüse. Nicht so wie bei VW, dass es genau andersrum ist. Da ist ja von der Seite wird ja eingespritzt und die Kerze kommt ja von oben. Also hier ziemlich großes Loch und du hast im Brennraum, obwohl wir ja 98 mm Serie Durchmesser haben, wir erweitern das auf 99, hast du ziemlich wenig Platz für diese Auslassventile. Weil das alles hier an der Auslassseite, praktisch die Kerze plus die Düse, alles hier in die Richtung verschoben. Aber das mit dem Einspritzen, das wusste ich auch noch nicht, dass es da verschiedene Varianten gibt. Das heißt, das wird man auch wegen Emissionen, Verbrauch und so weiter. Das ist die bessere Variante der Einspritzung. Also praktisch, wenn die Einspritzdüse zentral sitzt und die Kerze von der Seite kommt. Mhm. Weil sonst spritzt du ja praktisch, du kannst es ja nicht so schön im Brennraum verteilen. Ja.
VW hat ja angefangen mit Tumbleklappen, kannst du dich bestimmt erinnern. Ja. Dann mussten sie ja so Theater machen, das brauchst du hier ja nicht, weil du genau schön in den Brennraum reinspritzen kannst, in alle Ecken. Das heißt, die Durchmischung von dem Gemisch ist einfach perfekt in dem Brennraum. Und du kannst ja praktisch viel kontrollierter, weil hier ist die, sag ich mal, die Einspritzdüse, hier ist die Kerze, dann kannst du nur eine ganz kleine Wolke vor die Kerze machen und du kannst viel mageres Gemisch fahren. Ah, das hat Benz sich mit 5,5 Liter damals gedacht. Jetzt brauchen wir 5 du Liter. Du kannst oder? So ein Ding. Ich habe auch gemeint, habe ich einen Brauch mit den 5,5 Liter. Ja, du kannst so ein Ding, wenn du das normal fährst, circa mit 10 Liter fahren. Mhm. Ein Auto mit 5,5 Liter Hubraum und 600 PS, also 585. Ja, ja, ja. Wenn du das normal fährst, also nicht tragen, normal fahren. 10,5 Liter. Krass. Und mit Zylinderabschaltung schon? Oder? Nein, da war auch alle 8 mitgenommen. Alle 8, ja. Und bei der Zylinderabschaltung, also wir wissen das aus den 4 Litern, außer dass sich komisch anhört, also ich will jetzt und nicht... Und Verschleiß erzeugt? Ja, ich würde sagen, das bringt gar nichts. Nee, also theoretisch ist es ja auch so, dass der Kraftstoffverbrauch kommt ja aus der Kraft, die du brauchst, einfach um das Auto in dem Moment so zu bewegen. Ob genau. Das jetzt mit 4, 6, 3, 5 Zylindern erzeugt wird, diese Kraft. Vor allem schaltet das in solchen Momenten ab, wo irgendwie gar nicht irgendwie einen Sinn ergeben. Also ich hab selber nicht den Sinn dabei herausgefunden. Dieses Segeln oder sowas, das finde ich ganz toll. Ja, ja. Wirklich, da kannst du wirklich Kraftstoff sparen. Vor allem Mercedes hat ja keinen Wandler, sondern die fahren ja diese MCT, also Multiklatsch. Das heißt, das ist eine Nasskupplung, aber eine Kupplung, nicht so wie bei DCT, dass du zwei Kupplungen hast, sondern eine Nasskupplung und die können das richtig auskuppeln. Die machen dann die Kupplung auf und dann segelst du praktisch. Dann geht die Drehzahl komplett runter. Bei den neuen Motoren machen sie sogar so, dass sie den Motor abschalten. Während dem Segeln ist der Motor komplett aus. Segeln heißt, man kommt über eine Kuppe und lässt einfach nur rollen. Du fährst jetzt auf der Schnellstraße, es geht ein bisschen runter, das Fahrzeug merkt, dass um diese Geschwindigkeit zu erreichen, du eigentlich immer mehr Gas wegnimmst und dann macht er die Kupplung auf und dann lässt er dich rollen. So wie früher, sag ich mal, beim alten Handschalter, bist du gefahren, ja, und dann hast du ihn ist neutral geschaltet und dann einfach ausrollen lassen. Ja. Oder so bei den alten Autos mit lauten Auspuff und da wusstest du im Ort des Polizeistations rechts, ja, genau. Den Ort rein und erstmal. Ja, aber wie ist das bei dem Drehmoment? Getriebe sonst aber auch standfest erstmal, weil die Kisten haben ja schon ultra lange Getriebetechnik. Das Getriebe von Mercedes ist für 1000 Newtonmeter ausgelegt. Also vom Werk aus ist da schon wirklich ein Monster dran. Und wie gesagt, wir haben dann angefangen, die Dinger zu verschärfen, 1200 Newtonmeter, dann 1300 Newtonmeter. Irgendwann mal ging das praktisch so weit, dass unser stärkstes Auto, wir haben das gemessen, 1800 Newtonmeter hatte. Was ja das war, ja, da war praktisch ständig Getriebe kaputt. Und Getriebe kaputt heißt Zahnrad ab oder mehr so Lager? Kupplungen verschlissen oder uns hat die Ausgangswelle abgedreht. Wenn du natürlich im ersten Gang richtig Asche gibst und da gab es natürlich auch Kundenwünsche, weil die jetzt Viertelmeile fahren wollen und so weiter, tu mal die Drehmomentbegrenzungen, weil du hast ja den ersten, zweiten und dritten Gang beim Hecktriebler sind begrenzt, beim Allrad nur der erste und zweite Gang sind begrenzt. Mach die Begrenzung auf. Und du hast ja eine Getriebeübersetzung von 4,8. Mhm. Jetzt kommt vom Motor 1500 Newtonmeter und der tut es mal 4,8 anheben. Dann hast du hinten an der Welle, also jetzt kann ich nicht so schnell rechnen, aber irgendwelche 6000 Newtonmeter. Ja, und dann hat es gemacht. Dann ist das aber wie mit dem Laser abgeschnitten. Das sah aus wirklich wie wenn Darth Vader gekommen wäre. Abgeschnitten. Euer Rekord auf dem Motor, Leistung? 1350 PS. Und auf dem 4.0er, dem Nachfolger? 1600. 16 oder so? Ja. Weniger Hubraum der Leistung, ne? Aber 16 Uhr so ein Koffer ist auch schon. 8000 Umdrehungen und da ist es, sage ich mal, von dieses Problem, wo hier entsteht mit den großen Einlassventilen, kleine Auslassventile, ist da nicht vorhanden. Dann hast du auch, sage ich mal, richtige getrennte Krümmer mit der
Stoßaufladung, wo auch in dieser Twin-Scroll-Turbolader laufen, dass die Abgase praktisch richtig getrennt gehalten werden. Okay, komm, ich mal gucken. Ja. Und Thema V-Klasse, müssen wir uns auf jeden Fall auch noch unterhalten. Wir sind jetzt eigentlich zu Busbauern geworden aus dieser ganzen Renngeschichte. Also wir haben jetzt letztes Jahr nur ein Event besucht mit der V-Klasse. Wir wollen dieses Jahr vielleicht nochmal wieder angreifen, wieder ein bisschen. Man muss sagen, Corona hat bei uns auch zugeschlagen und während der Corona-Zeit, dadurch, dass keine Events stattgefunden haben und so weiter, ist es irgendwie so, wie soll ich sagen, helfen wir mal Kai, eingeschlafen. Eingeschlafen, ja. Man hat hier, das ist ganz gut, ja. Ja, man hat hier Schräubchen geschraubt, bla bla bla, und dann war ein Event, ja, aber wir müssen noch das Kundenauto machen und das und das und das. Wir ja, komm. Ja. Wir waren am Arbeiten und dann haben wir das irgendwie so verschlafen. Ja, und dieses Jahr wollen wir praktisch nochmal das aufwecken. Wir haben hier extra neues Opfer gekauft. Aber eingeschlafen nur seitig, dass ihr Events fahren wolltet oder eingeschlafen auch, dass keine Kunden für die Autos mehr da waren? Nur auf geschlafen wegen den Events. Nur Events, ja, nur Events bezogen, dass ihr kein Interesse hattet. Ja, aber verstehe ich vollkommen, weil wenn keine Events sind, dann brauchst du aber keine Autos. Ne? Genau, ja. die Events waren... Da die Events dann halt wieder angefangen haben, da haben wir dann aber auch nicht die Motivation gefunden zu sagen, okay, wir gehen jetzt da wieder hin. Ja, ja. Wir haben praktisch, wir waren ja genau in diesem Schlafmodus und sind irgendwie nicht aufgewacht. Ja, dafür brauchen wir. Was Events angeht, ja. Aber es kommt jetzt wieder. Aber noch kurz für euch. V63, das heißt eigentlich eine V-Klasse mit dem 4 Liter Vito drin. Ganz genau. Richtig. Wir hatten das Ding schon mal in einer Grip-Sendung. Das war ein schwarzer, das war ein anderer, das war damals euer Fahrzeug. Und jetzt geht's da wieder weiter. Ist das der nächste, den ihr nachgebaut habt, oder habt ihr schon mehrere gebaut? Nein, das ist jetzt die Nummer 5. Nummer 5 sogar schon mal. Ja. Nummer 5, Nummer 6, wie gesagt, steht draußen vor der Tür, wo auch schon hundertprozentig umgebaut wird. Und das ist jetzt ein Kundenfahrzeug hier. Ja, der bekommt jetzt eine kleine Bremsanlage. Kleine? Ja. Das ist der erste mit Schaltbremsanlagen. Alle anderen haben Carbonbremse bekommen. Genau. Ja. Digga, den. Außer damals zum TÜV wurde auch auf der schwarzen eine Schaltbremsanlage drauf gemacht, um das praktisch die TÜV-Abnahme zu machen, dass man auch die günstigere Bremsanlage verbauen kann, weil praktisch diese Bremsanlage ist Bestandteil des Umbaus. Das heißt, wenn jemand so ein Ding bestellt, bekommt er das, also wir verwenden hier ein KW-Fahrwerk, wo für uns extra entwickelt worden ist und diese Bremsanlage, die gehört dazu. Sonst ist das original Mercedes-Bremse? Genau, das sind originale Mercedes-Komponenten, wo dann praktisch von uns angepasst wurden, dass sie an die V-Klasse rangebaut werden können. Und Luftfahrwerk hat eine V-Klasse auch original? Ja. Und deswegen haben wir für die V-Klasse zwei Fahrwerke entwickeln lassen, zusammen mit KW. Einmal einen normalen Schallfederfahrwerk und einmal einen Luftfahrwerk. Da belassen wir den Federbalk serienmäßig und hier werden nur die Stoßdämpfer ausgetauscht. Ich meine, so auf den ersten Blick sieht es halt so aus, als wenn ihr Platz ohne Ende hättet. Wenn ich das so sehe, ja, also auch so gegenüber dem VW-Bus und so, sieht das echt motorraumtechnisch groß aus. Ja, ich bin tatsächlich beim letzten Mal auch wenig Platz überrascht gewesen, als wir den Diesel das erste Mal ausgebaut haben, wie groß der eigentlich ist. Mit der ganzen Abgasnachbehandlung, die da noch mit dran hing, obwohl es eigentlich nur 4-Zylinder ist, war das Ding sehr, sehr groß. Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee in so ein Auto? Also, aber ich kann mir das vorstellen, also ich würde auch jeden Tag gerne fahren. Bus würde René wahrscheinlich nicht mehr mitfahren, wenn ich... was hat er eingetragen, 600 PS dann? 585. Ja. Wie das kam. Was fährt sowas 100, 200 mit 585 PS? Das ist ja schon irgendwie so, keine Ahnung, 10 Sekunden. 100 auf 200, 10 Sekunden. Ja. 10 Sekunden, ne? Genau. 10 halt so. Der Sting fährt von 0 auf 215 Sekunden. Weil das sind dann Zeiten, da ist man 10 Sekunden. 507 PS M5 ist 15 Sekunden circa gefahren. Das waren so die 10 Sekunden waren immer so die Saugerzeiten, egal welches Auto, RS4, GT3, die sind immer so in dem Bereich gefahren, in einem Sportauto und nicht. Ich fahre so mit 2,6 Tonnen mit einem fahrenden Kühlschrank. Mit 8 Leuten drin. Pakistan. Ja. Und dann von heute auf morgen gedacht, okay, alles klar, jetzt muss hier... Idee kam von ihm. Wir haben mal so eine V-Klasse ausgeliehen. Unser Freund und Kunde aus Dubai macht immer wieder... Also jedes Jahr macht er das kontinuierlich, schon seit mehreren Jahren Urlaub hier in Deutschland, kommt mit Familie
Und wie gesagt, weil es ja wirklich schon Freund ist, unternimmt man gewisse Sachen zusammen. Und dann hat man praktisch meinen Sohnemann mitgenommen, der hat seine Familie mitgenommen. Und dann sind wir hier in den Europapark gegangen und haben so ein Auto mal hier gemietet. Wir hatten damals keine V-Klasse und während der Fahrt, wir sitzen da drin und dann sage ich so, ne, guck mal, mit, wir fahren jetzt hier mit Familie, klar, Berg runter, 200, aber das ist voll super zum Fahren. Eigentlich, das fährt doch wie auf Schienen, wie so ein ICE. Stell dir mal vor, da wäre jetzt ein V8 drin. Der sagt, ja, das wäre schon geil. Ja, angekommen in Europapark, ins Hotel gegangen, das allererste, was ich gemacht habe, Handy raus. Mobile was auf. Kosten die Dinger überhaupt? Genau, mobile auf und dann geguckt und dann gesehen, das fängt ja irgendwo bei 30.000 Euro an, so eine gebrauchte Karre. Ja, natürlich, wenn man dann sich weiter damit beschäftigt hat, ja, das soll Allradantrieb sein, das soll das Avantgarde-Ausstattung sein, AMG-Paket, bla bla bla, ja, dann bist du schon irgendwo im Bereich von 100, aber trotzdem noch bezahlbar. Ja, und dann irgendwann mal habe ich mir gedacht, okay, komm, so ein Ding nochmal ausleihen, hier auf die Hebebühne, Zollstock. Gucken. Passt das? Vielleicht wie sieht das aus von unten? Und dann, okay, müsste passen. Gesagt, getan, wir hatten damals einen Sprinter. Und der Sprinter war nur Euro 4, glaube ich. War's, ja. Stuttgart, Umweltzone, du darfst mit so einem Ding hier nicht rumfahren. Alles klar, Sprinter muss weg. Okay. Damals gab es ja diese gute Aktion, du kannst einen Sprinter in Zahlung geben oder ein Dieselauto unter Euro 5 gibst du in Zahlung und bekommst schon, keine Ahnung, 6.000 Euro. Und so haben wir praktisch einen Sprinter abgegeben, also 6.000 Euro Aufpreis auf den normalen Preis. Sprinter abgegeben und dann so eine V-Klasse gekauft. Und dann haben wir das Ding hierher geschafft und dann habe ich gesagt, okay, man macht sich jetzt die Arbeit, holt alles raus und guckt, besteht die Möglichkeit. Wenn es nicht besteht, okay, wir bauen es wieder alles zurück, wird es ein Diesel sein, wird man hier benutzen. Besteht die Möglichkeit, dann machen wir es zu einem V8. Ja, und so ist praktisch, man hat geguckt, okay, die Möglichkeit besteht, das würde wirklich reinpassen. Aber dann haben sich ja, Problemchen ergeben, aber die du lösen kannst. Und so ist praktisch das Projekt immer weiter und weiter gewachsen. Und was man da auch dazu sagen muss, wir haben von vornherein darauf geachtet, dass wir das im ersten Moment wieder zurückrüsten könnten, falls es nicht klappt. Dadurch haben wir auch extrem darauf geachtet, dass wir nichts an der Karosserie oder sowas anpassen. Was uns natürlich im Nachhinein zum Vorteil geworden ist, weil der TÜV-Prüfer gesagt, direkt die erste Frage von ihm war, ihr habt einen V8er reingemacht, habt ihr an der Karosserie irgendwas geflext? Dann haben wir gesagt, nein, er sagte, okay, sehr gut, weil sonst hättet ihr keinen TÜV bekommen. Mhm. Ja. Wir haben hier beispielsweise keine Achse abgetrennt oder irgendwelche Sachen, sondern wir haben eher um das Auto, also wir haben einen neuen Motor konzipiert, der in das Auto reinpasst. Weil es ist ja so, der V8-Motor, der hat ja hinten die Kraftstoffpumpen. Jetzt, wenn du den hier einbauen willst, sind wir zum Beispiel hier hinten in Bremskraftverstärker mit den Hochdruckpumpen drin gesteckt. Mhm. Dann haben wir überlegt, ja, Bremskraftverstärker abändern oder einen kleineren von dem Rechtslenkerauto oder von dem Polo reinzumachen. Aber dann irgendwann mal sich selber gebremst und dann gesagt, hey, das ist ja Blödsinn. Wir müssen einfach einen V-Klasse-Motor bauen. Es gibt ja einen S-Klasse-Motor, einen E-Klasse, einen G-Klasse etc. Auch wenn es alles 4-Liter-Motoren sind. Mhm. Aber jedes Modell hat seinen Motor. Und so ist praktisch ein V-Klasse-Motor entstanden, wo wir eine eigene Ölwanne gemacht haben, wo wir eigene Motorarme gemacht haben, wo wir die Zylinderköpfe so angepasst haben, dass es funktioniert, die Downpipes dazu gemacht haben. Also es ist jetzt, krass. Dieser Motor würde nicht in ein anderes Auto reinpassen. Das heißt auch für jedes Fahrzeug, wenn der Kunde kommt und ein Fahrzeug bei uns bestellt, beziehungsweise einen Umbau bestellt, bauen wir jedes Mal den Motor von komplett in Einzelteilen komplett neu für den Kunden. Weil so viel getauscht werden muss, bis er da reingeht. Ja. Und jetzt aber 100% Street Legal mit TÜV in Deutschland, weil die gab es ja ursprünglich nur Diesel, glaube ich, die V-Klasse. Ne? Aber ist umgeschlüsselt. War bestimmt ein weiter Weg, ne? Ja. Weil hat nochmal eine V-Klasse gekostet. aber war immerhin machbar, weil das sind ja so viele Sachen, wo manche auch gleich sagen würden, boah. War auch nicht leicht zu finden, einen TÜV-Prüfer, wo, sag ich mal, auch den Mut gehabt hat zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg zusammen. Wir haben gesagt, okay, es kostet, was es kostet. Wir wollen das jetzt haben. Natürlich, wir wollten jetzt keine 500.000 Euro ausgeben, also lassen wir die Kirche im Dorf. Aber wir wollen den Weg erreichen. Und dann hat er uns gesagt, okay, wir haben eigentlich 4 Tests, die wir bestehen müssen. Das ist wichtigster Test,
bevor wir irgendwas anderes testen, weil das andere könnte ja abändern, aber ist die Emissionsprüfung. Da das Ding Euro 6, WLTP, AB, schlag mich tot hat, also die höchste Einstufung. Die aktuellste, die es gibt. Die aktuelle höchste, also danach kommt nur noch Euro 7, wenn es irgendwann mal kommt. Mussten wir praktisch diese Abgasnorm erreichen. Und wir haben das Ding zum Abgaslabor geschickt, die haben die Prüfung durchgeführt, danach haben sie ja den Rucksack hinten aufgeschnallt, keine Ahnung, glaube ich eine Woche müssen sie da rumfahren, die Abgase aufsammeln, die ganzen Vergleiche und du darfst nicht mehr wie 20%, glaube ich, von der Prüfstandmessung abweichen auf der normalen Straße. Also auch wenn du jetzt auf dem Prüfstand das jetzt alles erreichst, aber dann auf der Straße spuckt das Ding auf einmal doch mehr Gift raus, ja, dann bestellst du die Prüfung nicht. Was man auch nicht mal so eben selber testen kann, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Also es gibt nur machen und bestehen oder Pech. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Und deswegen war das die erste Prüfung, aber wir wollten es und mussten es auch unbedingt mit den Autopartikelfiltern durchführen. Und der Motor, wie er aus dem anderen Basisfahrzeug kommt, hat aber auch diese Abgaswerte. Also theoretisch hätte er die unmodifiziert bestehen müssen eigentlich. Ja, ganz genau. Da jetzt aber natürlich Änderungen sind, also wir haben uns hier softwaretechnisch und auch hardwaretechnisch an der G-Klasse angelehnt. Aber wie gesagt, auch die 585 PS, wir haben das beim TÜV direkt so orientiert, weil ja auch das Fahrzeuggewicht dementsprechend ist und auch der Luftwiderstand etc. für die ganzen Prüfungen. Deswegen haben wir gleich die G-Klasse G63 als Referenzfahrzeug genommen. Genau. Auch die zum Beispiel Getriebeübersetzung etc. ist ja gleich. Wir haben hier zwar ein bisschen andere Achsübersetzung, aber auch kleinere Räder. Somit war hier wieder auch der Ausgleich praktisch zwischen dem großen Rad von der G-Klasse, aber kürzere Achse zu der längeren Achse mit den kleineren Rädern. Dann wahrscheinlich Steifigkeit, Karosse, musst du da wahrscheinlich auf jeden Fall noch überprüfen. Genau, danach, große Prüfung. Danach musste die Festigkeit geprüft werden, weil über 40% Leistungssteigerung, also man nimmt ja immer als das stärkste Basisfahrzeug. Bei der V-Klasse ist da halt der V300 mit dem 2 Liter Diesel und 240 PS die Speerspitze. Ja, wir hatten jetzt auf einmal fast 200% mehr Leistung. Somit mussten wir eine Festigkeit vom Auto einfahren. Festigkeit vom Auto heißt, das Auto wird 2000 Kilometer, sogar mehr, 2500, glaube ich, Kilometer auf der Nordschleife voll beladen, also mit 3,2 Tonnen bewegt. Es wird eine Referenzzeit reingefahren mit dem TÜV-Prüfer zusammen. Das heißt, drei Runden fährt ein professioneller Rennfahrer eine Rundenzeit. Fährt er, wie viel, 2,5 Tage, Kai? Wie viel waren es? Es waren gesamt 3 Tage. 3 Tage lang hat er dann 100 Runden auf der Nordschleife abgespult, dass praktisch die Kilometer zusammen waren. Also Grüße an Tom Wotzi gehen raus, der will das mit seiner Super ja auch noch machen. Das muss mir auch helfen. Ich glaube, 2000 Liter Sprit sind draufgegangen. Ja. Also wir haben hier im Fahrzeug einen 70 Liter Tank und wir mussten alle 5 Runden rausfahren, weil für die 6. hätte es nicht gereicht. Also die 6. wäre schon gefährlich gewesen. Und wie danach, so Reifen, Bremse, Antriebswelle, Kühlung ist ja auch so ein Punkt. Also Kühlung ist ein ganz, ganz guter Punkt. Wir haben Glück im Unglück gehabt. Einerseits Pech, weil wir haben die heißesten Tage erwischt, glaube ich, in dem Jahr, wo es gab. Wir hatten Außentemperaturen von 36 Grad, was aber da wiederum das Glück für uns war, weil der TÜV-Prüfer einfach gesagt hat, wenn das Ding bei 36 Grad Außentemperatur die Beanstandung hält, dann hält das auch im ganz normalen Straßenbetrieb das Ganze aus. Bezüglich Bremse und Reifen, wir haben sicherheitshalber gesagt, okay, wir machen jeden Abend, nachdem, wo der Tag abgeschlossen war, wo wir von der Strecke runter mussten, haben wir einen neuen Satz Reifen und einen neuen Satz Bremsbeläge draufgesteckt. Mhm. Ja. Das haben gesagt, dass das am nächsten erlaubt. Tag wieder reicht. Ja. Das ist normaler Verständnis. Also schon richtig Action, um da so komplett legal TÜV draufzukriegen. Ja.
Ja, das heißt, in Summe 50.000 Euro so sind da schneller weg, als man gucken kann wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, summa summarum waren es irgendwo um die 75.000 bis 80.000 Euro. Ja. Wo diese, weil dann kam ja noch die Bremsenprüfung. Das heißt, bei der Bremsenprüfung tut er ja 10-mal aus 80% der Höchstgeschwindigkeit runtermücken. Und dann die 11. Prüfung ist so, Sicherung vom ESP wird rausgezogen. Und dann einmal voll auf die Fresse mit blockierenden Rädern, ob die Karre dreht. Vor allem, dass nach 2000 Kilometer Rennstrecke dann nochmal anfangen, die Bremse zu testen, weil wenn sie hält, dann da halt. Und man muss auch da sagen, da ist der nächste Satz Reifen draufgegangen. Ja klar, weil mit stehenden Rädern ist sofort... Genau. Der hat vier schwarze Striche gezogen. Ich habe das Auto beim TÜV abgeholt und so tuk, wieder nach Hause gefahren. Und wie hat er überprüft, dass die Karosserie das durchmacht? Also einfach nur geguckt, Lupe, Zollstock oder? Der hat jetzt geguckt mit dem Messschieber praktisch die Spalte, ob die noch überall stimmen. Und dann natürlich Durchsicht am Fahrzeug gemacht, aber hauptsächlich ging es darum, irgendwelche Antriebswellen abgerissen, sind irgendwelche Kontaktstellen, dass praktisch das Fahrwerk so weit einfährt und dann irgendwas rumdeppert. Aber da das Fahrzeug, wie war das die Aussage, wenn die elektrischen Seitentüren noch normal von alleine auffahren und zufahren, dann darf die Karosserie nicht so verzogen sein. Dann war das safe. Man spricht ja bei den 2000 Kilometern von Faktor 40 Belastung auf der Nordschleife. Das heißt, wir sind da 80.000 Kilometer gefahren. Und angenommen, ihr wollt jetzt aus 585 700 machen, müsste man das ganze Spiel nochmal von vorne neu machen? Oder gibt es da jetzt wieder eine Toleranz, wo man sagen könnte, man könnte auch... Philipp, wir waren froh, dass der TÜV-Prüfer gesagt hat, 600 PS knapp. Er hat gesagt, das ist genug. Also nächstes Jahr nochmal neu anfangen. Ja, man müsste wieder eine Abgasprüfung machen. Okay. Also wieder Abgaslabor und das wäre das Teuerste. Die Festigkeit ist ja eigentlich jetzt, wir haben mal darüber gesprochen, weil die Idee war, mal eine Black Edition rauszubringen. Ja, aber dann haben wir gemerkt, dass es in einen Bereich geht, wo es halt wieder irgendwelche 30.000, 35.000 Euro kostet. Und wie gesagt, es ist Nummer 5. Es haben sich schon sehr viele Leute dafür entschieden, weil es ist ja auch nicht günstig. Also wir sprechen hier von einem Einstiegspreis ohne Auto von 148.000 Euro netto. Das heißt, da ist der Motor, da ist die Bremsanlage, Stahl, das Fahrwerk, Tank, Auspuffanlage etc. Also alles, was zu diesen 585 gebraucht wird. Tacho zum Beispiel mit 320er Anzeige. Genauso wie die ganzen Kühler. Es kommt zu den zusätzlichen Originalkühlern 5 weitere Kühler dazu. Das heißt, wir müssen noch Platz dafür schaffen. In der Variante jetzt hier mit dem Luftfahrwerk setzen wir den Luftkompressor von vorne rechts aus dem Radlauf, setzen wir nach hinten unter die Heckschutzstange. Das heißt, die ganzen Druckleitungen, die ganzen Kabel etc., das wandert alles nach hinten, damit alles wir hier neu Platz haben für die Kühler. Ja, ja. Und der Originalwasserkühler kann von dem Diesel bleiben? Den kann man immer adaptieren oder selbst der ist auch anders? Den Motorwasserkühler tun wir beibehalten und wir tun auch den Niedertemperaturkühler, der hier original drin ist. Der Diesel hat ja auch schon einen NTK. Und den Klimakondensator tun wir behalten. Niedertemperatur für Ladeluftkühler ist das dann? Für Wasserladeluftkühler? Genau. Und fürs Getriebe, okay. Und wir machen dann nachher nochmal... hier 2 Stück, hier 2 Stück und einen liegenden Bugkühler rein. Also eigentlich nur noch Kühler danach, ne? Ja, da vorne kann man... Da gehen wir hier oben, ist mehr Platz. Das ist praktisch der Bugkühler, wo dann dazu kommt. Also das ist ein Zusatzkühler für den Motor. Auch hier muss man sagen, wir haben von vornherein hier Wert darauf gelegt, dass wir original Mercedes-Komponenten verwenden. Das heißt auch, was man ja nicht vermeiden kann, das sind ja Alltagsautos, auch auf deutschen Straßen, man hat auch schnell einen Steinschlag oder sowas. Wasserkühler-Defekt, was macht man dann? Jetzt hat der Kunde irgendwo bei euch oben das Auto, will es ja nicht wegen einem kaputten Kühler hier extra runterbringen. Das heißt, er kann dort zu seinem Mercedes-Händler gehen und kann diesen Kühler einfach neu kaufen und kann ihn dort austauschen lassen. Das heißt, wir nehmen den Kühler und wir nehmen den... sagen, einmal Service bitte. Genau. Ja, richtig. Genau. Wir haben ja wirklich Sachen auch beachtet, keine Ahnung, irgendwelche Ölablassschrauben, Filter, zum Beispiel die Ölwanne, wie du siehst, die ist ja komplett aus dem Vollen rausgefräst, weil es gibt keine Ölwanne, wo da jetzt mit der Achse zusammengepasst hätte. Aber die kleine Ölwanne haben wir jetzt von Mercedes verwendet, das Ölablassschraube, Ölfilter etc. ganz und den eigentlichen Achsrahmen konntet ihr da komplett lassen, wie er ist, dann brauchst du ja auch nichts.
Wir haben das extra so gelassen und drumherum gebaut. Weil das hätte ja hier so auch schon schnell vorbei sein können mit Klimakompressor und allem. Richtig, ja. Der passt ja echt erstaunlich gut darauf. Hier sieht man auch die Motorarme, wo wir noch selber gemacht haben. Da gab es natürlich nichts Passendes. Das mussten wir selber. Mhm. Schönes Fristeil. Dann ist natürlich auch Vorgabe vom TÜV, weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, dass alle Teile, die wir hier zum Beispiel selber anbringen, sieht man hier zum Beispiel, genau, der Bremse, dass alle Teile mit einer Motornummer, mit einer Nummer versehen werden müssen. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, echt Respekt, wenn ich so sehen würde, würde ich denken, ihr habt da gerade so ausgebaut. Man sieht ja wirklich nichts, was irgendwie, wo man sagen würde, ah, okay, das ist jetzt hier irgendwie getuned, andere Farbe, andere Schraube, wie auch immer, sondern schon. Wir haben jetzt versucht, natürlich viele Sachen, ist so ein kleiner Faible von mir, dass ich stehe voll drauf, dass die Dinger so serienmäßig, wie es nur geht, aussieht. Also wenn es da die Wahl gibt zwischen den blauen und den schwarzen Schlauch, dann wird der schwarze Schlauch bevorzugt. Ja, kenne ich. Ja. So, und die Hochdruckpumpen, die mussten von hinten nach vorne wandern? Genau. Ganz genau. Weil das ist ja zum Beispiel bei den G-Klasse-Motoren und so weiter, sitzen die ja hier hin, rechts und links. Weil das ja schon auch nicht mal eben so versetzt ist, ne? Also da muss schon einen komplett anderen Kopf verwenden. Man macht quasi aus zwei Motoren dann einen am Ende auch. Also ja, aus mehr. Ja. Das heißt, eigentlich müsst ihr auch jedes Mal 3, 4, 5. Deswegen sagte ich vorher, wir bauen immer aus Einzelteilen einen komplett neuen Motor zusammen, weil wir können nicht einen ganzen Motor kaufen, weil wir die Teile von einem Motor nicht verwenden können. Wir müssten theoretisch 3, 4 Motoren kaufen im Gesamten und dann würden wir alles auseinanderstückeln und dann hätten wir viel Schrott und nur einen Motor. Und dann kommt ja noch die Thematik Allrad dazu, die es wahrscheinlich auf jeden Fall auch nicht einfacher gemacht hat, ne? Genau. Ja. Aber auch habe ich auch so noch nie gesehen, dass das Differential vorne direkt einen Winkel hat. Also, dass das nicht einfach nur gerade angeflanscht ist, sondern schon leicht. Das ist jetzt zum Beispiel bei der V-Klasse, ist das einzige Fahrzeug bei Mercedes, wo dieses Differential hat. Wie du siehst, geht er hier zwischen Zylinder 3 und 4 durch. Normalerweise gehen die Wellen immer zwischen Zylinder 2 und 3 durch. Das heißt, der Motor sitzt genau mittig auf der Achse. Mhm. Dieser Motor ist aller bekannt bei dir von Audi nach vorne gewandert, weil einfach aus Platzverhältnissen ist in der V-Klasse nicht so, dass sie mit dem Motor so weit zurückgehen könnten, weil dann wäre sie in der Spritzwand. Das heißt, das musste auch wieder adaptiert werden mit Ölwanne und so weiter. Ganz genau, wir haben die Ölwanne neu angefertigt und dieses Differential hängt ja an der Ölwanne. Das ist von unten an der Ölwanne rangeschraubt. Man sieht jetzt hier nicht, da kommt nochmal ein Halter hier rein und dann hängt das Ding hier am Block und von unten an der Ölwanne. Ja, das sage ich mal, war schon ein bisschen tricky. Schon einige Nächte und Kopfschmerzen gekostet, bis das alles so. Weil man kann ja auch nur Stück für Stück weiterarbeiten. Du kannst ja nicht so erstmal Motorhalter machen und dann fängst du an, das nächste zu bauen. Ich weiß nicht, warum, was damals die Ursache war, aber wir haben da so einen extrem guten Lauf gehabt. Wir haben uns, glaube ich, also der Startschuss kam dann, wir haben das Auto gekauft im August 2019, sind ein bisschen damit rumgefahren. Und im Februar kam ich eines Tages hierher und habe gesagt, okay, komm, was wolle, wir machen jetzt die V-Klasse. Und im Mai sind wir mit der V-Klasse schon gefahren. Also das waren circa 3 Monate Bauzeit, der ganze Umbau. Und dann ist das Ding gefahren. Natürlich, erstmal ist das Ding nur gefahren mit, keine Ahnung, 200 PS, weil die Software noch nicht so richtig funktioniert hat. Das ist praktisch nur angesprungen. Das Blöde bei den Mercedes-Motoren ist auch, du hast hier nicht nur ein Motorsteuergerät und ein Getriebesteuergerät, sondern du hast das Central Powertrain Control Unit, wo eine Verbindungsstelle von den zwei Steuergeräten sind. Und das haben aber, sag ich mal, alle neuen Mercedes jetzt. Das heißt, das Ding sagt, wie viel Drehmoment der Motor machen soll und wie viel Drehmoment er nicht machen soll. Und die V-Klasse hat noch auf dem Diesel Steuergerät gelebt. Somit, die hat nur das gemacht, was der Diesel machen würde. Mhm. Es ist zwar gefahren, aber es ist nicht richtig gefahren.
Ja, und dann ging es praktisch hier sehr lange rumwerkeln. Das Richtige, bis wir gesagt haben, okay, jetzt fährt es wie ein Auto, so dass wir zum Beispiel zu Grip gehen konnten. Das hat fast ein Jahr gedauert. Und da war das Auto aber mechanisch schon komplett fertig. Und diese ganzen Software-Sachen, die ganzen Programmierungen, das konntet ihr dann auch alle selber machen? Weil ich stelle mir das auch so vor, in so ein Steuergerät erstmal reinzukommen, ist jetzt ja auch bei so einem aktuellen Auto auch nicht so einfach, dass man den... Es ist ja so, dass die Tools ja erwerbbar sind und wir haben auch viele Tools auch eigen entwickeln lassen. Aber das kannst du, sag ich mal, Gott sei Dank kaufen. Generell zu einem 4.0er Motor, wo sind die Unterschiede zwischen G-Klasse Motor, E-Klasse, GTS und so weiter? Oder kann man sagen, die sind alle gleich oder kann man sagen, die sind komplett unterschiedlich? Also jetzt unabhängig von der Position, so mal von der Hochdruckpumpe oder so? Also es ist so, du hast erstmal zweierlei Motoren. Du hast einmal diesen GTR oder C-Klasse Motor, die heißen LS1, Leistungsstufe 1 Motor. Und die G-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, die haben diese LS2-Motoren. Die LS1-Motoren, da ist der GTR der einzige, wo noch die 580 PS erreicht, aber normalerweise schwimmen sie im Bereich von 500 PS. Die LS2-Motoren, das sind die Motoren, wo dann praktisch ab 600 gehen, außer G-Klasse mit 585 PS, ist aber, glaube ich, nur aus Festigkeit abgesenkt worden. Ansonsten unterscheidet sich der Motor nicht. Und bei den LS2-Motoren hast du so, dass du da andere Turbolader hast, Twin-Scroll-Turbolader. Du hast andere Ladeluftkühler, viel größere Ladeluftkühler, die von der C-Klasse sind, so quer eingebaute kleine Kühlerchen. Du hast die ganze Luftführung hier praktisch sauber zu der Drosselklappe. Bei der C-Klasse ist es so 90 Grad Winkel abgeknickt. Aber ansonsten ist... Die hohe Verdichtung? Ja, da ist höhere Verdichtung. Die sind ja 10:1 verdichtet. Der ist ja nur 8,5:1 verdichtet. So ein großer Unterschied, sogar ja. 8,5 und 10. Ja. Beim GTR sind es 9,5. Ja. Also gibt es schon gravierende Unterschiede. Ist jetzt nicht so, jeder 4.0er Motor ist der gleiche, sondern ist auch schon so, dass man so wirklich gucken muss. Ja. Ja. Dann gibt es ja noch diese Mercedes 4.0 Liter Motoren, wo auch auf der Basis sind von dem AMG. Die haben dann 420 PS. Da sind andere Kolben, nur noch Gusskolben, keine Schmiedekolben. Das sind auch so eine Mischung, die zum Beispiel diese LS2-Motoren haben auch diese abschaltbaren Nockenwellen. Ja, die Zylinderabschaltung. Die Zylinderabschaltung, das haben die LS1-Motoren nicht. Was würdet ihr sagen, so ein LS1- und LS2-Motor, wenn man den Motor lässt, wie er ist und nur Toro-Lader vergrößert und so weiter, was können die so leistungsmäßig? Also bei dem LS2 in der E-Klasse bieten wir Stage 4 an. Die haben auf dem Prüfstand des Öfteren gemessen 960 PS, da machen wir nichts am Motor. Gut, das ist so, du nimmst den Motor, also das ist so extrem geworden. Du nimmst heutzutage, also einen 213er E-Klasse aus der letzten Reihe, machst da nur Softwareveränderung, nur Motor und das CPC, nicht mal Getriebe. Nur Motor, CPC, 820 PS. 200 PS mehr. Also mit Serien, Downpipe, Auspuff? Ja, nur Software. Nur Software. Partikelfilter, Furzteufel, Feuerschein, alles drin. Zwei Steuergeräte tauschen. Also Action. Da kann man schon sagen, hat Mercedes seine Hausaufgaben über die letzten Jahre gemacht und die Motoren sind wirklich gut geworden. Wenn du auch die Zeit siehst, 100 auf 200, laufen die Kisten irgendwo 5,8. Was denkt ihr, woran liegt das? Hat das ein bisschen was mit Rennsport zu tun, dass die dem Motor auch ein bisschen irgendwie, oder wo kommt die Erfahrung mit dem 5,5er her? Weil es muss ja schon irgendwo runter, warum man auf einmal so einen Motor raushaut. Dieser Motor ist eine reine AMG-Entwicklung. Mhm. Der 5.5er Motor ist eine Mercedes-Entwicklung und das ist entstanden aus einer Notlage. Man hat schon angefangen, diesen Motor zu entwickeln, aber hat es damals angehalten, weil die Wirtschaftskrise kam. Die Wirtschaftskrise 2008, 2009 ist praktisch einem AMG-Motor in die Quere gekommen. Und man hat ja damals den 278er Motor entwickelt, das ist der 4,7 Liter V8. Das ist der kleine Bruder von dem 5,5 Liter, den wir vorhin gesehen haben als Tisch. Und dann kam Wirtschaftskrise und Kohle war knapp, aber man musste jetzt einen AMG rausbringen.
Und dann hat man gesagt, okay, was tun, was machen? Komm, lass uns jetzt einfach mal einen vom Bohrung her größeren Motor nehmen und das Ding bezeichnen wir dann als AMG. Mhm. Und das ist praktisch auf einem Mercedes-Motor, der jetzt eigentlich für Limousinen, für wenig Drehzahl, mhm, komfortables 250 auf der Autobahn fahren mit, keine Ahnung, 2000 Umdrehungen entstanden. Und man hat jetzt angefangen, einen Rennmotor daraus zu bauen. Deswegen ist dieser 5,5 Liter eigentlich so ein Drehmomentmotor vergleichbar mit einem Diesel oder mit solchen V12-Motoren. Bist ja bestimmt auch schon mal von Mercedes gefahren, so ein V12 oder von BMW. Das sind auch nicht Motoren, wo wir jetzt unbedingt drehen wollen. Von unten alles holen und auf der Autobahn schön geschmeidig bleiben, mit bum, 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 bum fahren. Und dann geht es bis ins Extreme hier, wie ich sehe. Das ist so, das ist euer stärkster Jagdrill. Das ist der zweitstärkste. Wie gesagt, wir haben jetzt momentan auf gleiche Basis, also auch ein GTR, ein 4-Liter Motor gemacht, aber mit den Komponenten aus einem Black Series GT. Das heißt mit der flachen Kurbelwelle. Und durch diese flache Kurbelwelle, das heißt eine 180 Grad Kurbelwelle, nicht 90 Grad Kurbelwelle, mhm, hast du circa beim gleichen Ladedruck, gleiche Drehzahl, 100 PS mehr Leistung. Das heißt, AMG hat wirklich für einen Black Series nochmal eine neue Kurbelwelle gebaut? Ja. Und was heißt flache Kurbelwelle? Für die Kurzfassung für den Zuschauer? Flache Kurbelwelle heißt ja so, man hat ja eine Krüpfung von 90 Grad. Das heißt, Zylinder 1 steht jetzt oben, Zylinder 2 würde jetzt praktisch hier zur Seite sein, 3 nach unten und 4 in die Richtung. Das heißt, wenn du jetzt eine Bank anguckst, dann sind alle vier Zylinder in einem verschiedenen Level. Mhm. Bei einer flachen Kurbelwelle hast du wie bei einem Vierzylinder, zwei Zylinder oben, zwei Zylinder unten. Und somit kommen die sich nie in die Quere. Und auf der anderen Bank dazu, aber genau viertelversetzt. Also es sind nicht vier oben gleichzeitig, sondern nur zwei auf einer Bank, dann auf der anderen Bank zwei oben, dann wieder hier zwei, dann wieder da zwei. Genau. Wie wenn du zwei Vierzylinder-Motoren zusammengebracht hätte. Und dadurch sind ja die Ausstoßwellen praktisch wirklich geführt, dass einmal eine Bank ausstoßt, dann die zweite. Und bei einem 90 Grad Krüpfung hast du ja so, dass manchmal auf der Bank einen Ausstoß hast und dann nochmal einen hinterher. Und dann treffen die sich vor dem Turbolader und da entsteht wie ein Stau auf der Autobahn. Und dann tut es auch das Abgas praktisch zurückgehen in den anderen Zylinder. Mhm. Du hast keine so eine saubere Führung. Also flache Kurbelwelle fahren zum Beispiel auch diese McLaren. Man hört es ja auch vom Sound, du hast nicht mehr dieses, was eigentlich richtig geil ist, dieses Ami V8, sondern du hast so Sound, so einen konstanten, wie ein Sechszylinder. McLaren-Geräusch. Genau. So, ne? Ja. Und leistungsmäßig geht das dann aber bis 1600, sagt er. Ja. Genau. Aber 1600 ist dann auch noch relativ seriennah, oder reden wir dann schon von irgendwelchen wilden Trümmern, Turboladern? Wir können hier mal kurz die Hocke fahren. Ja, könnte man sonst noch Service bringen, ne? Also sieht jetzt nicht unbedingt viel anders aus wie da drüben. Ist verkehrskontrollentauglich, würde ich sagen. Ja, natürlich, wir verbauen hier eigene Turbolader, abgasseitig wie auch, verdichterseitig wie auch abgasseitig. Das sind jetzt auf Basis vom Garrett 84 RS, also schon ziemlich großer Oschis. Mhm. Garrett gibt es ja mit 1000 PS pro Lader. Natürlich, unser Gehäuse ist größer wie das serienmäßige Mercedes-Gehäuse, aber kleiner wie jetzt ein Garrett-Gehäuse. Turbolader kann jetzt wahrscheinlich irgendwelche 800 PS machen. Wir mussten hier natürlich schon gewisse Tricks benutzen, zum Beispiel diese Zündspule ist jetzt höher gelegt. Du siehst jetzt serienmäßig, wer sie da unten, weil hier ist schon Verdichtergehäuse angelegen. Ja, ein bisschen ist hier schon rumgetrickst worden, aber klar. Wir haben am Anfang das Ganze in 3D drucken lassen und haben das einfach mal reingehoben und haben gesehen, okay, da ist ein Stehbolzen, der drückt ein bisschen, da mussten wir eine Dulle in das Verdichtergehäuse reinmachen. So haben wir das Ganze angepasst, dass es nahezu Plug-and-Play ist. Also das mit der Zündspule ist eigentlich das Einzige, was man ändern muss. Und das geht alles so mit ist das hier eine Originalansaugung noch? Ja, originale Luftfilter. Nur die Luftführung zum Turbolader haben wir abgeändert, da der Durchmesser einfach von dem Original zu klein ist für den großen Turbolader. Aber da sieht man mal, wenn man sich bei anderen Autos überlegt, was man, keine Ahnung, Audi-Motor, Porsche-Motor, BMW-Motor für,
ich sag mal 800-900 PS geht ja schon immer noch relativ schnell, aber 1600 ist ja schon nochmal eine andere Liga. Ja, natürlich, das ist jetzt, von oben sieht das, sage ich mal, alles hier schön aus. Seitlich hängen hier natürlich Billet-Ansaugrohre. Mhm. Die Hochdruckpumpen trotz Verstärkung sind am Limit. Wir müssen jetzt den Kraftstoff hier irgendwie reinbringen, also haben wir hier noch eine MPI-Einspritzung, mhm. also Zusatzeinspritzung, Methanol, dann wird natürlich Raketentreibstoff hinten reingeschickt. Ja. Deutlich größere Ladeluftkühler. Mhm. Größere Ladeluftkühler, das ist jetzt natürlich hier alles schön versteckt und so weiter, sieht man. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit dem Schwarz. Ja. Alles das bleibt alles schön schwarz beschichtet, dass man das gar nicht im ersten Moment sieht. Genau. Und original ist der 4.0er aber auch ein reiner Direkteinspritzer? Ja. Und nicht irgendwie so dual, Nein. dass er zusätzlich auch eine Saugrohreinspritzung hat, nur direkt? Das haben wir nachgerüstet. Mhm. Und hat dann aber pro Zylinder eine Einspritzung saugrohrseitig oder eine zentrale Düse? Die 18 Düsen insgesamt, 8 direkt und 8 zusätzlich im Saugrohr. 16. 16, sorry, 16, ja. sorry. Sind ein paar, ne? Ja, aber eigentlich hast du nicht gelogen, sind 18 Düsen, weil 2 Methanol-Düsen hier auch. Die auch dazu, ne? Ja. Stimmt. Also von dem Methanol, wir benutzen das in dem Fall ja nur zur Kühlung, aber es ist ja auch ein Kraftstoff, womit verbrannt wird. Was kostet so ein Umbau ungefähr? Kann man das so grob 100.000. sagen? 100.000. Hm. Weil da muss dann auch massiv am Block verstärkt werden. Ja. Und wahrscheinlich mit so einer Black Series Kurbelwelle kann man die einzeln bestellen. Kann man aber bei Mercedes anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Black Series Kurbelwelle? Nee, die rückt noch den ganzen Motor wahrscheinlich raus. Jein. Selbst den wahrscheinlich nicht. Nein, die verkaufen es schon, aber ungerne. Wir haben das Auto nur bauen können, weil der Kunde einen echten Black Series hat. Und natürlich, weil er den echten Black Series hat, hat er auch Anspruch, die Teile erwerben zu können. Das heißt, mit seiner Fahrgestellnummer haben wir für sein Auto die Komponenten gekauft. Mhm. Ansonsten verkauft sie Mercedes aber nicht dann so gerne. Wahrscheinlich auch Kurbelwelle alleine 20.000 Euro, 15.000 Nein, Apfel und Ei. Nee. Echt? Ja. Apfel und Ei. Also wir waren selber geschockt. Aber gleich 2-3 nehmen geht dann auch nicht, ne? Weil ihr braucht ja nur eine. Nee, waren sie auch sofort beleidigt. Also natürlich, wie du sagst, wir haben es natürlich auch versucht, haben gedacht, okay, wenn wir eine kriegen, vielleicht kriegen wir auch eine zweite, aber genau da kommt das her. Es hieß, ja, es ist ein Fahrzeug, eine Fahrgestellnummer. Jetzt habt ihr vor 2 Wochen eine bestellt. Wir müssen die Bauern reinbauen, Mist gemacht, runtergefallen. Genau, ihr könnt ihr nach 2 Wochen eine zweite benötigen. Ja, das ist ja auch so, du kannst schon sagen, Mist gebaut, die Kurbelwelle ist runtergefallen, aber mit der Kurbelwelle alleine ist das nicht getan. Mhm. Da brauchst du auch noch die Nockenwellen und sind dir jetzt alle 5 Sachen runtergefallen? Ja, stimmt. Also guck mal nach deinem Mechaniker. Wenn jetzt natürlich die Zündreihenfolge anders ist, muss natürlich alles andere, was in dem Kreis auch mitläuft, auch angepasst werden. Ja, richtig. Ganz genau. Ist ja auch eine Steuergerät-Thematik, oder kann man das einfach umprogrammieren, dass die Reihenfolge anders ist? Oder pinnt man dann einfach nur die Kabel um? Geht ja nicht? Nee, ja Steuergerät und Elektronik. Ja, kann man angepasst werden. Also Elektronik im Sinne von Kabelbaum, ja. Weil das haben wir mal bei dem Motor einfach getestet. Du kannst natürlich zur Not jetzt auch passend zur Zündreihenfolge einfach die Zündkabel wieder vertauschen. Mhm. Aber der Klopfsensor denkt dann, was ist hier auf einmal los? Ja, genau. Weil das ja gar nicht mehr so zu dem passt, was er eigentlich in dem Moment gerade vom Motor seitlich hört. Was fährt sowas dann? Seid ihr mit 1600er schon mal halbe Meile mitgefahren? 800 Meter? Ja. Es fährt 315. Wird aber auch schon Traktionsprobleme dann noch haben mit der Garantie, oder? Traktionsprobleme ist das eine. Das nächste ist natürlich, wir fahren ja diese Wasser-Luft-Ladeluftkühlung, das nach, sage ich mal, 800 Meter hört sich jetzt nach Furz an, aber du weißt ja selber, man bekommt hier schon ziemlich hohe Temperaturen. Natürlich ein Luft-zu-Luft-Kühler. Da bist du viel konstanter. Du erreichst irgendwann mal deine höchste Temperatur und fährst dann konstant. Aber hier, wenn du das Wasser aufheizen tust und was für uns bei den Half-Mile-Rennen der absolute Tod ist, das Anstehen. In der Schlange stehen und warten. In der Schlange stehen. Wo das Wasser warm wird, mit warmem Wasser losfahren. Genau. Das ist etwas. Das ist unser Rennprojekt. Das sollte eigentlich das Killer-Auto sein für die Half-Mile. Da wollten wir so einen Typ aus Hannover mit seinem Limo platt machen. aber dass uns die Zeit immer wieder ausgeht, steht das Ding und wächst langsam vor sich hin. Der Plan ist hier bei dem Auto 2000 plus PS machen mit dem alten 6,3 Liter Motor, weil wir bei Mercedes sehr eingeengt sind, wie du auch in der Limo hier von den Seiten, haben wir uns irgendwann mal entschieden, die ganzen Wasserkühler
das alles von hier vorne rauszunehmen. Krümmer, die liegen da hinten, kann ich vielleicht Kai einen bringen, der liegt unter dem Auto, könnte man vielleicht zeigen. Die Krümmer seitlich vorziehen, wie bei den Nissan GT-R, und die Turbolader hier vorne zu platzieren. Dann haben wir die ganzen Wasserkühler etc. ist der Plan, nach hinten zu verfrachten. Deswegen haben wir diesen wunderschönen Carbon-Dach gebaut. Ja, das ist jetzt der Krümmer. Den haben wir in Inconel-Guss gemacht. Inconel-Guss ist ja auch für einen Teil wirklich... Das ist so Edelstahl-Guss Inconel. Form wird geprintet. Das ist Lost-Form-Verfahren. Also so eine Mischung aus gedruckt und gegossen. Wird eine Form geprintet, wird in Sand reingelegt. Danach wird sie in Keramik... zuerst in Keramik, dann in Sand, Keramik, Sand, bis sich eine Haut drüber bildet. Und dann wird praktisch reingegossen und die Form, die geprintete Form, die geht da drin kaputt. Und danach wird die Keramikschale abgepellt und dann ist der Krümmer. Geil. Jetzt ist er natürlich schon beschichtet hier. Isoliert er. Genau, mit der Isolierung, weil der wird ja hier seitlich so in etwa am Motor stehen. Und der Turbolader sitzt dann hier so nach vorne gedreht. Das heißt, Plan sind 6,3 Liter Vito. 6,3 Liter Biturbo mit Allradantrieb. Wir haben auch eine Billet-Ölwanne für den 6,3 Liter gemacht. Aus dem Grund, weil den 6,3 Liter gab es ja nie mit Allradantrieb. Und wir haben jetzt eine Ölwanne gemacht, wo praktisch hier in dieser Achse, wie man hier sieht, hier geht ja bei Mercedes, gehen die Antriebswellen durch und da wäre praktisch die Ölwanne drin. Das heißt, ihr seht in dem 6,3er Motor auch Potenzial, dass er richtig Leistung kommt? Der 6,3er Motor ist ein Bombenmotor. Das ist, glaube ich, das Beste, was Mercedes und AMG je gemacht haben. Die haben nur eine kleine, winzige Winzigkeit vergessen. Total. Die Aufladung. Die haben vergessen. Ja, das war halt für Rennsport gedacht. Ne? Also Rennsport gedacht im Sinne von, die fahren ja bis heute da diesen SLS-Motor immer noch gerne. Ist ja, glaube ich, auch ziemlich viel vom 6,3er Motor ran. Das ist eigentlich ein kompletter 6,3er Motor. Da sind auch sehr viele Serienkomponenten oder sehr wenige Komponenten wurden abgeändert. Das Ding fährt praktisch als Seriending, wurde mit der Leistung ein bisschen kastriert auf 500 irgendwas PS und dreht halt auch 7500, hat einen Überdrehschutz, dass er kurzfristig über 8000 gehen könnte, zwecks Verschalter. Okay. Aber ansonsten ist es ein Serientriebwerk. Sehr robust, mit einer Bedplate, weißt du nicht, Bedplate ist Begriff. Ja, somit auch sehr große Festigkeit unten im Block. Da hast du keine Probleme mit irgendwelchen gezogenen Schrauben oder irgend sowas, weil das ist ja eine komplette Einheit, die von unten hingeschraubt wird. Das heißt, die Kurbelwelle liegt mehr oder weniger in der Platte drin und wird dann mit der ganzen Platte an den Block geschraubt. Ganz genau. Block ist wie in der Mitte. Also mit der Kurbelwelle durchgetrennt und besteht aus zwei Teilen. Und somit sehr steif, sehr close-stack natürlich. Und nicht nur an den Hauptlagerböcken verschraubt, sondern auch ringsherum an Autoblöcken. Sehr steif und auch ein close-stack. Und auch einer, oder der einzige Motor aus dem Baujahr, jetzt natürlich jeder Motor bei Mercedes, mit dieser LDS-Beschichtung. Also Laserdrahtspritzen. Wir haben da nicht wie bei dem 5,5er, dass da eine Silitec-Büchse drin ist, sondern da ist wirklich, wird mit einem Laserdrähtle heiß gemacht und wie eine Sprühpistole sprühen die eine Beschichtung drauf. Die ist nur 2 Zehntel Millimeter dick. Danach wird das rausgeholt und das ist so hart. Wir haben hier schon Blöcke gehabt, wo wir natürlich kaputt gemacht haben. Oder nicht mal wir haben es kaputt gemacht, sondern das ist von einem Kunden gekommen, der bei einem originalen, also der an einem Motor mit originalen Pleuel einen Pleuelabriss hatte. Und natürlich weiß ich ja, was dann passiert. Action 9 Kino. Dann haben wir einen Schraubendreher genommen, weil Block war eh platt. Und dann hochgezogen. Hast keinen Kratzer drin. Du kriegst da keinen Kratzer, weil das so hart ist, praktisch wie so ein Inconel. Und bei so einem 1600er Step, da bleibt diese Beschichtung auch drin oder kommt da eine Buchse rein? Nein, das bleibt so. Ja. Wir setzen überhaupt keine Buchsen ein. Also ich bin da absoluter Feind davon. Ich habe ja gesehen, deine, sag ich mal, Erfahrungen mit Büchsen. Aber in meiner Logik und Erfahrung ist es ja so,
die Leute nehmen zum Beispiel den 5-5er, machen die Alubüchsen rein und setzen jetzt irgendwelche Stahlbüchsen rein. Motorblock hat ganz anderes Geräusch nachher. Mhm. Die Klopfregelung funktioniert gar nicht mehr richtig, weil das Ding macht nicht mehr Bing, sondern macht Tok-Tok, hat anderes Geräusch. Und dann kann die Klopfregelung das gar nicht mehr richtig erkennen. Ja. Also ich persönlich habe noch nie einen gesehen, der sagt, er setzt Büchsen rein. Ja. Die versprechen immer, oh, das wird 1600, 800 PS haben. Projekt ist fertig und dann ist Ruhe. Luft über Dach, in Kofferraum, Kühler, somit vorne viel Platz für Turbolader und andere Spezien. Ja. Und Gewicht hinten ist auch mal gut. Ganz genau. So ist das Ding jetzt langsam am Wachsen. Leider fehlt uns immer die Zeit. Wir sind ein sehr kleines Team. Ja. Wir sind ja insgesamt ja nur 4 Leute. Mit meiner Frau, die uns halbzeitmäßig unterstützt, was Internet etc. angeht. Und somit rennt uns immer irgendwo die Zeit. Ja, und das sind ja so Projekte, die halt kein Geld bringen, sondern Spaß machen und Geld vernichten. Ganz genau. Und somit klar ist, geht das nur. Und das ist halt nicht so, ah ja, jetzt tauschen wir hier kurz mal den Motor. Ja. Sondern mit dem Motor ist es nicht getan. Dann muss praktisch die ganze Verkabelung anders gemacht werden, etc. Und man hat es ja hier, wir haben ja eine nagelneue Rohkarosserie gekauft. Also das Ding war praktisch grün-oliv hier, wo es gekommen ist. Wir haben es dann schwarz lackiert, den Käfig reingemacht. Und ja, da sieht man hinten noch die Dachhaut, wo da steht, wo wir abgemacht haben. So sah das Ding aus, wo es hier mal gekommen ist. Halt alles eingescannt, deswegen ist das alles mit den Funken. Weil hier wurde natürlich auch dieser Kanal jetzt schon konzipiert, der dann hier runtergehen soll, von dieser Öffnung bis zu den Kühlern. Ja, wenn man so reinguckt, sieht ja auch gar nicht so groß aus, aber ihr müsst mal hier reingucken. Das ist ja schon richtig Luft, die da reingeht. Das ist jetzt zum Beispiel auch so, hier wird es noch ein kleiner Hyperchaos. Hier wird nochmal eine Abänderung geben, weil man hat erstmal Käfig reingemacht, danach Dach konzipiert. Ja. Und jetzt, wie du siehst, haben wir da wunderschöne Stange mitten in dem Kanal drin stecken. Ja, aber das kann man ja nochmal. Weißt du, bei dem Projekt war das ja am Anfang so, komm, wir bauen nur ein Viertelmeile Auto. Viertelmeile Heckantrieb, alles gut. Ja, aber Viertelmeile, wo kann man in Deutschland Viertelmeile fahren? Auf irgendeinem alten Flughafen, wo du eh keine Traktion hast, etc. Haben wir jetzt Zeit, nach England zu gehen? Komm, wir machen Allradantrieb. Kommt alles klar. Zum nächsten. Ja, am Anfang sollten hier aus den Turboladern die Abgase hier seitlich rausgehen und Feuer zu sein. Aber vielleicht wollen wir doch mal mit dem Auto auf der Straße fahren. Komm, da muss eine Abgasanlage bis nach hinten durch. Mit Schalldämpfer und so weiter. Und das ist, du kennst ja selber das Ding. Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass er uns so weit überredet hat, dass wir eine Klimaanlage einbauen. Genau. Das Auto bekommt eine Klimaanlage. Das heißt, vorne kommt genereller Leistungsprüfstand hin. Genau. Logischerweise wahrscheinlich noch zwei, also vier Rad, zwei Rollen oder? Ja, nur? Wir machen einen Hubdyno. Ah. Wir haben vom Mainland einen Hubdyno gekauft und wollen den da vorne reinstecken. Die Erfahrung hat gebracht, dass praktisch mit den Rollenprüfständen und starken Leistungen hast du immer Action. Ey, bring mal noch ein paar Freunde zum Kofferraum reinsitzen und etc. Auch bei solchen Autos, wo es halt auch mal echt teuer wird, wenn so ein Reifen hinten mal platzt, ist das halt auch mal so eine Sache. Und mit so einem Hubdyno, theoretisch, die Dinger können ja so viel ab, können ja von Materialmod. Also Paul zeigt ja zu Genüge und du kennst ja selber von deinem Auto, was der Prüfstand selber aushält. Du könntest theoretisch das Ding hier im ersten Gang voll aufziehen, ja. Voll wegballern. Oder einfach eine ganze halbe Meile einfach fahren. Genau. Ja. Du kannst auch richtig durchschalten. Ja. Du kannst ja jetzt mit so einem Auto, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Rolle gehen, du kannst nur im fünften Gang testen. Ja. Weil der ist sogar im sechsten Gang, weil im fünften noch auf der Rolle durchdreht. Zu wenig Auflagefläche. Ja, ja, gestern ist die Situation auf dem Prüfstand. Heckangetriebene CLS, 1000 Newtonmeter. Das Auto hat komplett angefangen zu schwanken, sodass der Fahrer gesagt hat, er möchte keinen zweiten Lauf machen. Nee, geile Nummer. Auf jeden Fall genau das, was ich zumindest sehen will. Viel Leistung, geile Autos. Dann dazu auch immer noch am Abliefern. Deswegen alles richtig gemacht. Danke, dass wir es hier zeigen durften. Danke, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank. Gerne.
Tschüss, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch einen Servicepartner für den AMG bringt, könnt ihr hier auf jeden Fall vorbei. Alles klar.